Was ein Chirurg, Adipositas und Webinar der Automatisierung gemeinsam haben, erfahrt ihr in diesem Podcast. Herzlich willkommen im Podcast, Professor Dr. Rüdiger Ostmann. Herzlich willkommen, Rüdiger. Hallo. Ja, der Professor Dr. Rüdiger Ostmann ist ein ganz besonderer Gast in meinem Podcast. Und zwar haben wir die Themen Adipositas und Webinarautomatisierung, die wir jetzt in Kürze zusammenführen in diesem Podcast. Aber lieber Rüdiger, sei doch so nett und stell dich erstmal vor. Ja, mein Name ist Rüdiger Ostmann, schon gesagt, Professor für Chirurgie seit langem. Ich bin lange Chefarzt gewesen in einer mittelgroßen Klinik und es ist mir gelungen, jetzt mit knapp 65 die letzten 2 Jahre nur noch als ärztlicher Direktor und Leiter des Adipositas-Zentrums hier in der Klinik zu fungieren. Ich habe meine Chefarztposition aufgegeben. Das ist sozusagen so der fließende Übergang in den Ruhestand. Ich beschäftige mich jetzt insbesondere noch mit unserem Adipositas-Zentrum. Da operieren wir eben ja sehr, sehr schwere und kranke Menschen. Und ich habe es etwas übernommen, so die PR dafür zu übernehmen, dass das überhaupt in der Gesellschaft bekannt ist, dass das für die allermeisten Menschen nicht der leichteste, aber der einzige Weg ist, aus ihrem Dilemma, aus ihrer Krankheit herauszukommen. Ja, erstmal Glückwunsch zur Teilzeitstelle. Wir hatten eben im Vorgespräch schon gesagt, jetzt 4 Tage arbeiten anstelle von 5. Das ist schon mal toll, beziehungsweise sagt es als Chefarzt, war es dann natürlich auch schon mal der Samstag irgendwie dann dazwischen. Das ist ja schon mal klasse. Rund um Adipositas, kannst du da 1, 2 Sätze zu sagen für die Leute, die vielleicht nicht direkt was damit anfangen können? Naja, Adipositas wird in der Gesellschaft und auch bei Therapeuten, bei Ärzten oft als ein Problem des Lifestyles, des persönlichen Lifestyles gesehen, so als seien diese Menschen nicht wirklich diszipliniert und sie seien es ja selber schuld. Das ist nicht richtig. Adipositas ist seit 2000 von der Weltgesundheitsbehörde und ich glaube im letzten Jahr auch in Deutschland offiziell als Krankheit anerkannt. Die Deutschen brauchen immer ein bisschen länger für solche Dinge und es ist eine Krankheit. Wenn man einmal richtig adipös ist und das fängt im Prinzip an bei einem Übergewicht von 15 Kilogramm, entsprechend ungefähr einem Body Mass Index BMI von 30, da ist es sehr schwer aus der Nummer rauszukommen. Das schaffen nur noch wenige ohne eine Operation. Und diese Operation, muss man sagen, und das haben wir so aufgebaut jetzt hier, ist nie das Allheilmittel für sich alleine, sondern es muss eben eingebunden sein in eine ordentliche Ernährungsumstellung. Alles zusammen ist das Paket, das wir eben an die Patienten bringen, um es zu behandeln. Ja, das Münsterkonzept nennt ihr es. Ne? Kannst du da noch 2, 3 Sätze zu sagen, wie das Ganze aufgebaut ist? Gut, im Prinzip ist das Münsterkonzept, wie wir das nennen, natürlich einfach nur das leitliniengerechte Konzept, was in Deutschland so verfolgt wird. Aber in vielen Adipositas-Zentren wird gerade diese Einbindung, diese Zusammenarbeit mit den Ernährungsmedizinern, den Internisten eben und auch mit den Ernährungsberatern, Ökotrophologen und Diätassistenten, im Prinzip etwas klein geschrieben und die Operation steht so sehr im Vordergrund. Vieles wird dann versucht, auch mit der Operation oder dem Messer zu lösen. Und wir legen ganz großen Wert darauf, dass wir eine sehr enge und ausgiebige Zusammenarbeit eben mit Internisten haben. Es ist nicht chirurgisch lösbar. Das Problem Adipositas ist nur gemeinsam lösbar. Alleine für die Internisten ist es auch nicht lösbar, aber gemeinsam geht das. Und das haben wir dann etwas großspurig das Münsterkonzept genannt. Aber an sich ist es eigentlich das einzig sinnvolle Konzept, so wie es auch die Leitlinien empfehlen. Ja, man muss ja auch für sich trommeln, ne? Also von daher gehört das zum Geschäft dazu, würde ich sagen. Das ist ja das Ganze, da wird sehr viel Information ja vermittelt an die erkrankten Menschen. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, habt ihr das anfangs per Seminar gemacht und seid dann später, als dann die Corona-Phase anfing, auf Webinar umgeschwenkt. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Am Anfang war es so, dass natürlich immer wieder, je mehr wir operiert haben, und wir haben mittlerweile schon recht viele Patienten hier in der Region operiert,
je mehr wir operiert haben, desto mehr hat sich natürlich das auch rumgesprochen. Weil die Leute fragen, na, wie hast du das denn gemacht? Du hast das ja geschafft und so weiter, wenn jemand abgenommen hat, eben nach so einer Operation oder durch die Operation. Und dadurch haben wir immer mehr Anfragen auch bekommen. So fing das an. Die Leute haben bei uns angerufen, was ist los? Können wir uns mal informieren? Und dann haben wir schon frühzeitig gesagt, das können wir nicht eins zu eins machen. Das kann sich nicht ein Arzt immer hinsetzen und eine Stunde jemandem was erklären. Dadurch haben wir dann relativ früh, das wird ohnehin ja auch nicht bezahlt von irgendjemandem, solche Fortbildung oder solche Informationsveranstaltungen überhaupt. Da haben wir ein Seminar gemacht. Das Seminar hätte ich natürlich auch größer werden lassen können. Es sind pro Woche ungefähr 10 Frauen und Männer gekommen mit Adipositas, die wir so informiert haben. Aber wir konnten es nicht größer machen, weil die Größe der Seminarräume es gar nicht das ganze Jahr zuließ, dass wir mehr reinließen wegen Corona. Und dann gab es den fast vollständigen Lockdown mit Besuchsverbot und sonst was. Und jetzt konnten die Leute gar nicht mehr informiert werden. Und da haben wir uns gesagt, wir nehmen einfach unser Seminar, nehmen wir auf, haben uns einfach in mein Büro gehockt, haben das einmal gefilmt, was wir sonst eben den Leuten live erzählen und haben das ins Internet gestellt. Ja, und dann ging es eben zusammen weiter, dass wir das im Prinzip automatisiert haben. Ja, genau. Dann haben wir uns kennengelernt und du hast gesagt, genau. Mensch, ich gebe dir alle, ich glaube alle 14 Tage war es so Pi mal Daumen, ne? Oder alle 14 Tage, alle 3 Wochen, ein Webinar. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das Ganze kann man doch automatisieren. Mhm. Und dann haben wir das zusammen erarbeitet und jetzt schaut es so aus, dass das Webinar dreimal die Woche ausgespielt wird. Zweimal in der Woche und... Nee, ich meine zweimal nur die Woche. Wir nee, zweimal die Woche und einmal im Monat auch am Wochenende sowas. Ja, genau, sowas. Sodass auch Leute, die auch zu den Webinarzeiten dann halt nicht können, dann am Wochenende dann am Webinar teilnehmen können. Ne? Genau. Ja, das Tolle daran kann man jetzt schon sagen, dass wir mehr Leute erreichen. Du hast gesagt, Mensch, da haben immer so 10 Leute drangenommen. Jetzt sind wir bei einem Monat schon bei um die 100 Anmeldungen. Klar, auch hier gibt es immer die berühmte No-Show-Quote. Das heißt, hier gibt es wieder Leute, die nicht dran teilnehmen, die aber dann automatisiert dann auch per Mail. Das hatten wir auch, genau, das ist gut. Das hatten wir auch in den Seminaren, dass sich oft 12 angemeldet hatten. Manchmal kamen 7, manchmal 8, manchmal 9. Das hatten wir auch. Und wenn dann zu wenig kam, dann haben wir uns natürlich auch ein bisschen geärgert. Dann, das dauert, es kostet schon auch unsere Zeit und wir geben uns immer viel Mühe dabei. Und wenn dann die Leute nicht kommen, ist es schon etwas ärgerlich. Das ist natürlich beim Webinar jetzt nicht so drastisch und bei dem Automatisierten jetzt merkt man schon, das ist quasi egal. Dass sie, ja, natürlich, ist aber auch die Schwelle für die Menschen ist geringer, daran teilzunehmen, weil sie müssen sich nicht extra ins Auto, in den Bus oder sonst wo hinsetzen und kommen, denn das Einzugsgebiet ist ja groß. Die kommen ja nicht alle hier aus der Nachbarschaft, sondern manche haben schon eine Anreise von 2 Stunden, wenn sie herkommen und sich da eben mal zu Hause vor den Computer zu setzen oder sogar mit dem Handy das sich anschauen zu können, da ist die Schwelle natürlich geringer, das auch zu tun. Und klar, gibt es auch eine besondere Hemmschwelle, weil die Leute ja nun mal krank sind und es ihnen vielleicht auch peinlich ist? Ja, das ist natürlich auch, das kommt auch dazu. Das kommt sicher dazu. Das kann ich gar nicht so richtig beurteilen. Das haben wir natürlich nicht erforscht. Aber wir wissen natürlich, wie stark Adipositas in der deutschen Gesellschaft stigmatisiert, ja diskriminiert wird. Also wenn man die Leute fragt, dann können alle Geschichten erzählen, wie getuschelt wird. Also es ist schon ein Spießrutenlauf auch. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass es Leute auch abgehalten hat, zu uns gekommen hat. Und das Interessante war, zu sehen, und das kann das Seminar oder Webinar ja auch bringen. Zuerst haben wir es ja 1:1 gemacht, als noch nicht so viele kamen. Dann haben wir den Termin gekriegt und wir haben ganz individuell jemandem das erklärt. Das ist natürlich auf die Dauer gar nicht machbar. Und dann, weil wir dachten, dass die Leute scheu auch vor einem Seminar hätten. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn die erstmal im Seminarraum saßen und dann gesehen haben, dass sie nicht die Einzigen mit diesem Thema, diesem Problem sind, da ich haben sie nicht schon allein, ne? Genau, da haben sie schon E-Mails ausgetauscht und da sind Freundschaften daraus entstanden, alleine daraus. Und im Webinar sehen die das ja auch, dass auch andere Betroffene dann da mitmachen. Ne? Ja, ja. Ja, unterm Strich kann man, glaube ich, sagen, die Webinar-Automatisierung war da ein voller Erfolg, weil ihr spart wahnsinnig viel Zeit, du und deine Kollegin. Du machst das ja auch nicht alleine. Und
Ärzte haben ja Besseres zu tun, als nur zu informieren. Und so ist das dann natürlich eine tolle Sache, wenn da viele Stunden dann automatisiert abgespielt werden können, aber die Patienten trotzdem die Informationen bekommen, die sie brauchen und ja auch eine tolle Nachbereitung kriegen. Magst du dann noch einen Satz zu sagen? Ja, wir machen das jetzt so. Natürlich können Sie in einem automatisierten Webinar keine Fragen stellen. Das habe ich aber im Seminar vorher auch schon gesagt, dass das jetzt eben nicht geht. Sie bekommen dann natürlich schon mit, dass es nicht wirklich live ist. Aber wir haben den Chat geöffnet und Sie können dann Fragen stellen. Am Anfang wundern Sie sich manchmal so ein bisschen, dass sie nicht sofort beantwortet werden. Aber die Fragen kommen dann zur Sekretärin auf den Schreibtisch. Mhm. Und ich beantworte diese Fragen immer am Tag danach komplett. Und dann bekommt jeder auch seine Frage beantwortet. Mhm. Es gibt dann manchmal so Fragen, die kann ich mir vorher gar nicht vorstellen, dass das gefragt wird. Aber ja, aber schon auch sehr sinnvolle Fragen. Das kann man nicht anders sagen. Zum Beispiel will irgendjemand wissen, was das kostet, wenn man jetzt nicht von der Krankenkasse das bezahlt bekommt und sowas. Ja, also, klar. Das ist ja, da gibt es schon überall dann Antworten eben auch da drauf. Und das ist dann auch ganz gut zu wissen. Und ich hoffe, und das werden wir im Weiteren noch sehen, dass den Leuten das auch ausreicht, nicht? Aber ich glaube, wir haben auch sehen können, das müsste man an der Statistik noch besser sehen, dass die meisten sich das, wenn sie anfangen anzuschauen, auch bis zum Schluss anschauen, ne? Ja, das ist wirklich toll. Da träumen, glaube ich, manche von. Also die Teilnehmer, die sich anmelden, die sind nahezu alle bis zum Ende dabei. Also vielleicht die letzte Minute nicht oder so, aber das ist schon. Und wir reden trotzdem, ich glaube, von einer Dreiviertelstunde. Also das ist lang, nicht, ja. Na, also ist es so, jetzt nicht irgendwie länger als der Podcast jetzt auf jeden Fall. Ja. Nein, normalerweise macht man ja im Internet nicht so lange Geschichten, aber wenn man jetzt irgendwie so eine kolossale Änderung seines Lebensweges vorhat, auch mit einem gewissen Risiko, was man eingeht, dann möchten die Menschen schon auch gut informiert sein und da macht es den Menschen gar nichts aus, auch mal eine Dreiviertelstunde sich hinzuhocken und das zu hören. Man hat den Eindruck, dass sie das wirklich interessiert. Das kriegen wir auch in den Seminaren mit. Da hängen die uns auch zum Teil an den Lippen. Das ist schon, weil es auch wirklich eine neue Möglichkeit für sie ist. Und ich bin mittlerweile immer mehr überzeugt, es ist die einzige Möglichkeit, aus dem Problem Adipositas auszusteigen. Ja, was ich schön finde, ist auch das Handshaking mit den Ernährungsberatern, Ernährungsmedizinern, was dann im Nachgang dann noch stattfindet. Dass ihr dann auch wirklich dann dranbleibt, auch wenn das jetzt auch, natürlich auch automatisiert ist, aber auch nach dem Webinar ist nicht irgendwie der Kontakt weg, sondern auch da geht es dann nochmal ein Stück weiter. Das finde ich sehr gut. Ja, das war ja am Anfang auch etwas unser Problem, da wir ja so eng mit den Ernährungsberatern zusammenarbeiten und natürlich die Ernährungsberater, also die Ernährungsmediziner, das sind ja Ärzte, Internisten, auch zuerst dran sind. Im Prinzip die gesamte Vorbereitung, 6 Monate, wird ja von den Ernährungsmedizinern gemacht und da haben wir die am Anfang einfach telefonisch an den Ernährungsmediziner verwiesen. Dadurch hatten wir natürlich noch überhaupt gar keine Bindung zu unseren Patienten und dann haben wir uns irgendwann gesagt, nein, das geht so nicht. Die wollen ja zu uns, die wollen ja wirklich von uns auch was Neues. Wir wollen zwar nicht die Operation zu sehr in den Vordergrund stellen, weil die ist nur zur Unterstützung all der Umstellungsprozesse, die die Menschen vor sich haben. Aber es ist so wichtig, dass sie am Anfang eben eine Bindung zu uns bekommen. Und das hat sich sehr bewährt. Und das können wir jetzt mit diesem automatisierten Webinar natürlich auch hervorragend gewährleisten. Ja, ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, wer sich das näher anschauen möchte, der geht einfach auf www.adipositaszentrum.de. Rüdiger, vielen lieben Dank. Hat Zentrum Spaß gemacht mit C dir über das geschrieben. Thema. Nochmal bitte? Zentrum mit C geschrieben. Ja, adipositaszentrum.de. Ich verlinke es natürlich auch. Alles klar. Rüdiger, vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht, mit dir über das Thema zu sprechen. Bis zum nächsten Mal. Santino, alles Gute. Vielen Dank auch.